Meine Lieben, als ich erfahren habe, dass ich Krebs habe, habe ich mir viele Gedanken gemacht, was das für mich bedeutet, euch vielleicht bald verlassen zu müssen. Und auch die Frage mir gestellt habe, wie es dann ist, ob du, Lena, dann vielleicht einfach in 10 oder 20 Jahren noch weißt, wie sich meine Stimme angehört hat. Ich will, dass ihr feiert, ich will, dass ihr tanzt. Gabi Matuszewski erzählt ihr Leben in einem Hörbuch. Die Aufnahmen will sie ihrer 4-jährigen Tochter vermachen. Ich hatte auch mal toupierte Haare, die musste ich mir dann irgendwann, also toupiert und verfilzt, die musste ich mir dann irgendwann immer abschneiden, weil dann ging gar nichts mehr. Während andere Menschen mit 40 Jahren Zukunftspläne schmieden, ist die krebskranke Mutter damit beschäftigt, was sie Lena vor ihrem Tod noch sagen will. Das ist eine schöne Sache, weil ich glaube, sie anderweitig, wie soll sie diese Geschichten mitbekommen? Und auch, das sagt auch viel, glaube ich, auch über meinen Charakter einfach aus, wie ich Sachen erzähle, was mir wichtig ist. Das sind alles Dinge, die man sonst schwer hinterlassen kann. Vielleicht bringen sie das ihr näher, wer ihre Mama war. Das ist das Buch für dich. Wollen wir mal nach deinem Kapitel suchen? Auch der 33-jährige Andrea Bizzotto wird nicht miterleben, wie seine Tochter aufwächst. Der Italiener hat seine Lebensgeschichte niedergeschrieben. In jedem Kapitel habe ich auch etwas für meine Tochter geschrieben, damit sie weiß, wie ich war. Wie ist das, wenn junge Eltern eine tödliche Krankheit bekommen? Wie verabschiedet man sich von seinem Kind? Was gibt's denn heute? Risotto mit Brokkoli. Risotto mit Brokkoli. Ist lecker. Aber muss 20 Minuten immer Ruhe. Ungefähr. In der Küche sind Maria und Andrea ein starkes Team. Gutes Essen zubereiten. Für diese Leidenschaft gab Andrea sogar seinen Job als Ingenieur auf. Andrea hat ja auch lange als Koch gearbeitet. Und? Ja, ein paar Jahre, dann Eisdiele. Ich wollte etwas anderes machen. Und, ich fühle mich gut im Kochen. Ne? Wenn er kocht, also ich kann nicht mehr woanders Pasta essen oder so. Das, die Beste gibt es eben zu Hause. Ne? Schon als Jugendlicher war Andrea oft in Deutschland. 2014 nimmt der Italiener eine Stelle in einer Eisdiele in Witten an. Dort begegnet er Maria. Wir haben uns einfach sofort so gut verstanden. Das war so, als hätten wir uns schon ewig gekannt. Und wir haben unheimlich viel zusammen gelacht. Ich guckte immer an sie und ich fühlte Liebe. Ich fühlte etwas schön. Ne? Es war sofort, auch ohne zu sprechen. 2 Jahre später ist Maria mit Giulia schwanger. Und das Glück scheint perfekt. Doch dann stellen Ärzte bei Andrea einen Tumor im Bein fest, der operiert werden muss. Als der Chirurg rauskam und die Art und Weise schon wieder den Gang entlang ging auf mich zu. Und je näher er kam, desto langsamer wurde er. Und da wusste ich irgendwie schon, also hier stimmt irgendwas nicht. Andreas Krebs breitet sich schnell aus. Die ganze Lunge war krank, voll mit kleinen Tumor. Mehrmals muss er ins Krankenhaus. Es folgen Bestrahlungen, Chemotherapien, Operationen. Auch als sich die Geburt von Giulia ankündigt, ist Andrea gerade in einer Klinik. Dann haben die eben gesagt, dass sie es organisieren wollen, dass er dabei sein kann. Und dann
habe ich mit meiner Hebamme gesprochen im Krankenhaus. Und die hat dann gesagt, gut, wenn der Muttermund 8 cm auf ist, dann gibt sie den Final Call. Und meine Schwester war dabei und die ist dann auf das Go losgefahren und hat ihn abgeholt. Ist dann zurückgebrettert und die Hebamme schrie immer, nicht pressen, der Mann ist noch nicht da. Eine Stunde später, wenn ich da war. Es war Timing, so Timing pur, ne? Ja. Das war super. Ich konnte auch diesen wichtigen und schönen Moment erleben. Dieses Kind, das musste einfach zur Welt kommen. Die hat uns einfach über so viele Situationen hinweggetragen. Ne? Also wir haben ja jetzt keine Zeit, jetzt hier zu sitzen und zu grübeln, was ist und wie schlecht geht's uns oder so. Sondern die Julie, die lacht und tanzt immer und dann, das ist irgendwie ansteckend. Die hat unglaublich viel Liebe in unser Leben, in all unser Leben, ne? Auch von meinem Sohn gebracht und auch zu sehen, wie der sich transformiert hat in einen großen Bruder dann, ja, und der so verliebt ist in die Kleine. Finn beschäftigt sich oft alleine in seinem Zimmer. Der 13-Jährige hat seine eigene Art gefunden, mit der schweren Krankheit seines Stiefvaters umzugehen. Das ist ein Anfang von einem Schal. Das ist genäht, gehäkelt. Ich stricke immer los und dann gucke ich, was ich draus mache. Und für Andrea, als er im Krankenhaus war, hatte ich auch eine Mütze für ihn gestrickt und einen Schal. Finn ist mit dem Tod bereits in Berührung gekommen, als seine Großeltern starben. Seine Mutter hat darüber viel mit ihm geredet. Wie aber können sie die zweijährige Julia auf den Abschied vom Vater vorbereiten? Ich glaube schon, dass die ziemlich genau weiß, wie es ihrem Papa geht. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das spürt. Das merke ich darin, wie sie mit ihm umgeht, was sie, für welche Dinge sie zu ihm geht, für welche Dinge sie zu mir kommt. Und ich glaube, dass sie das spürt. Ich glaube auch, dass sie spürt, dass die Zeit begrenzt ist, die beiden haben. Für die Zeit nach seinem Tod hat Andrea Geburtstagsbriefe für Julia geschrieben. Ich habe 19 Briefe geschrieben, bis sie 19 Jahre alt ist. Das bedeutet Smile, so immer lachen, Julia. Nicht so viel traurig, dass ich Geburtstag nicht da bin. Die kleine Tochter zurücklassen, Verantwortung abgeben. Das seien seine schwierigsten Aufgaben, sagt Andrea. Wird sie sich später an ihn erinnern? Musst du heute mit Frosch kuscheln beim Schlafen? Andrea schreibt sich die Angst von der Seele. Im Krankenbett tippt er seine Gedanken ins Handy. Der Duft von Pizza und Brot, wie sie aus dem Ofen kommen, wird mir fehlen. Ein gutes Bier, ein kühler Wein. Ich werde Sehnsucht nach meiner geliebten Musik haben, wenn ich nicht mehr da bin. Und nach meiner großen Liebe, Maria. Ich habe es nicht verdient, mit 33 Jahren einen unheilbaren Tumor zu bekommen. Verdient hätte ich es, zu erleben, wie meine kleine Julia groß wird. Kapitel für Kapitel entsteht daraus eine Geschichte über sein Leben. Für Julia. Wie ich war als Kind, was waren meine Hobbys, meine Leidenschaft? Ich habe viel Sport gemacht, so zum Beispiel Fahrrad, dann Fußball, aber auch Gitarre spielen. Ich hoffe, dass für Julia ein Tag ist schön, diese Buch in den Händen haben. Schlafen mit meinem Buch in den Händen und schlafen mit meinen Sätzen in den Kopf. Das Buchmanuskript ist fertig. Eine Freundin in Italien liest es gerade Korrektur. Was Andrea noch nicht weiß: Die Freundin hat das Manuskript an einen Verlag geschickt.
Er hat einen Bestseller geschrieben. Gabi Matuszewski und ihr Mann tun alles, damit Lena eine möglichst unbeschwerte Kindheit hat. Als Gabi Brustkrebs bekommt, ist Lena gerade ein Jahr alt. Dann ging es relativ schnell Krankenhaus abstillen. Und danach hat man einfach wirklich nur noch funktioniert. Das heißt, das war, mein Mann ist irgendwie arbeiten gegangen und hat versucht, das mit dem Kind so weit hinzukriegen. Und das war eigentlich so wie so ein Film, der an einem vorbeigefahren ist. Mit einem einjährigen Kind ist es schwierig, man hat gar keine Zeit, runterzukommen, zur Ruhe zu kommen. Ihr Krebs ist unheilbar. Und Gabi will ihrer Tochter was ins Leben mitgeben. Tschüss, Lena! Im Krankenhaus hört sie von einer Frau in der Eifel, die für sterbenskranke Eltern Familienhörbücher produziert. Also macht sich Gabi auf den Weg in die Eifel. Hallo. Ja, schön, dass wir sie erinnern. Wie geht's denn? Auch ganz gut. Ja? Ich bin bei Ihnen gekommen. Ach, schön. Judith Grümmer hat alles vorbereitet. 3 Tage lang werden sie gemeinsam an Gabis Vermächtnis arbeiten. Judith fragt, Gabi erzählt. Genau. Meine Schätze, also unsere Hochzeit. Es war so toll, dich zu heiraten, Knubbi, und Lena natürlich mitzuheiraten. Wir haben ja zu dritt geheiratet. Und dass du, Lena, getauft wurdest, es war wunderschön. Das Handwerk hat Judith beim Radio gelernt. Sie schneidet die Aufnahmen in Kapitel und vertont sie mit Musik. Durch Geld von einer Stiftung sind die Hörbücher kostenlos. Ich bin so ein bisschen auch wie die Fremde im Zug zwischen München und Hamburg. Ja? Man kann mir die Geschichte erzählen. Ich höre zu. Am Ende der Fahrt gibt es ein Hörbuch. Aber danach bin ich auch wieder weg. Und mich muss man nicht schonen. Die können weinen, schreien, brüllen oder auch mal stundenlang schweigen. Auch das halte ich aus. Ja, und am Ende ist dann dieses Hörbuch. Ich hatte von meinem Bruder damals seine alten Schallplatten geerbt. Und zwar die ganzen AC/DC-Schallplatten, Iron Maiden, Halloween. Metalfan war ich ja noch lange. Aber das war zumindest die Zeit, wo ich noch so exzessiv Kutte und alles getragen habe. Da gibt es auch echt ein Foto, das sieht total furchtbar aus. Stehe ich, glaube ich, noch irgendwo auf so einem Felsen, habe eine Kutte an, die mir 10 Nummern zu groß ist. Ein Def Leppard-T-Shirt. Das Hörbuch gibt vieles wieder, was Gabi ausmacht. Ihre Einstellungen, ihren Humor, das Verhältnis zu ihren Eltern. Ich war auch mal Vegetarier 2 Jahre. Die mochten die auch gar nicht, diese Phase. Was mir wichtig ist, das sind alles Dinge, die man sonst schwer hinterlassen kann. Und dadurch, dass ich einfach nicht weiß, wie sozusagen das Schicksal unser Leben beeinflussen wird jetzt in der nächsten Zeit, möchte ich ihr einen Eindruck hinterlassen, wer ihre Mama ist. Oder wer ihre Mama war. Ein paar Wochen später zeigt die Chemotherapie Erfolg. Gabis Krebs hat sich zurückentwickelt. Und dann dachten wir, wir hätten es geschafft. Wir kaufen ein Haus, wir fangen neu an. Wir belohnen uns für den ganzen Mist. Und dann genau nach 3 Monaten dann so einen Rückfall zu kriegen, das ist schon hart. Die Ehe hat sie auch nicht überlebt. Bei dem Rückfall kommt der Krebs mit aller Wucht zurück. Dann trennt sich ihr Mann wegen einer neuen Liebe. Über ihre Wut und Verzweiflung will Gabi nicht reden. Jetzt lebt sie mit Lena allein im neuen Haus. Sauber zu halten und ordentlich ist schon schwer. Vor allem, weil mir die Treppen auch schwer fallen. Ist ja auch immer so eine Tagesformsache, wie es einem geht. Und Wäsche machen und alles, das ist schon anstrengend, weil gesund bin ich halt nicht. Trotz der Belastung plant Gabi, nochmal in die Eifel zu fahren und das Hörbuch für Lena an die neue Situation anzupassen. Andrea ist wieder aus dem Krankenhaus zurück. Er wurde an der Lunge operiert. Seine Mutter aus Italien ist da, um die Familie zu unterstützen. So, schieß los. Ich habe heute nur Pizza geschafft. Aber ich habe es mit Liebe zubereitet.
schön. Wie würdest du hier den Alltag so beschreiben? Oh, sehr stressig. Mit Andreas Krankheit? Meistens sehr stressig. Wo bist du da in dieser Konstellation? Ja, ich bin immer in meinem Zimmer, aber die hier, so ist nicht immer toll. Warum? Naja, der hat oft schlechte Tage und darunter müssen wir dann halt leiden. Ich frage, was soll ich machen? Die Deutsche abfragen? Wollen? Ja, irgendwie immer. Querbeet. Übersetzung. Translation. Ja. Alle stellen sich so ein bisschen auf Andrea ein. Ist das eine richtige Wahrnehmung oder? Ja, ja. Und das ist die Schwierigkeit. Also gerade für mich, sage ich mal, jetzt als nicht nur als Mutter, auch als Frau, auch als, als eigenständige Person, da die Balance zu halten, ist unglaublich schwierig. Ich denke schon manchmal, jetzt ist auch gut. Maria hat schon ihre Eltern beim Sterben begleitet. Wie belastend diese Situation für Kinder ist, weiß sie aus eigener Erfahrung. Ich bin da fast auch reingeboren. Meine Schwester ist relativ früh an Leukämie erkrankt gewesen. Und da habe ich das schon relativ früh mitbekommen, diese Situation. Meine Mutter hat ihre Mutter zu Hause gepflegt. Die ist auch bei uns zu Hause an Krebs gestorben. Also das ist schon was, was sich wie so ein roter Faden durch mein Leben auch zieht. Aber es ist einfach noch mal eine ganz andere Situation, wenn man die Eltern begleitet, weil man da immer die Chance hat, abends in sein eigenes Leben zurückzukehren. Und wenn man seinen Partner begleitet, seinen Mann begleitet, dann ist das das Leben. Und das hört nicht abends auf. Aus Italien gibt es gute Nachrichten. Ein Verlag bringt die Lebensgeschichte von Andrea als Buch heraus. Es soll Vom Tollpatsch, der auf dem Fahrrad fuhr, heißen. Die Probedrucke sind bereits fertig. Deshalb macht sich Maria auf den Weg zum Flughafen. Sie will Rebecca abholen, die im Auftrag der Druckerei aus Italien anreist. Die Rebecca ist eine Freundin von uns aus Italien, die das Buch von meinem Mann Korrektur gelesen hat und auch so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht hat mit dem Kontakt zur Druckerei. Ja, das ist natürlich ganz spannend, ein bisschen aufgeregt jetzt. Rebecca hat wertvolle Fracht im Gepäck. Gleich werden sie Andreas Buch zum ersten Mal in den Händen halten. Die Nachricht vom Verlag macht der Familie gerade große Hoffnung. Vom Tollpatsch, der auf dem Fahrrad fuhr, wird jetzt in einer kleinen Auflage gedruckt. Andrea soll den Umschlag aussuchen. Ein Grafiker hat drei Vorschläge gemacht. Bello, anche vero? Schön. Anche la copertina si sentiva bella. Ich mag diese Style, ne? Mein erster eigener Buch. Rebecca Frasson sieht großes Potenzial in der Geschichte. Das Buch ist wichtig, weil uns eine Kultur der Sterbebegleitung fehlt, vor allem was Kinder angeht. Der Tod scheint etwas Gefährliches zu sein, vor dem man sie beschützen muss. Wir sollten den Kindern aber beibringen, mit ihm umzugehen. Andreas Buch ist eine Bedienungsanleitung, um mit einer Krankheit klarzukommen. Aber es ist auch ein schönes Märchen für Kinder. Ein glücklicher Moment. Auch für Andreas Mutter, Marzia Zoccolo. Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn. Was soll ich sagen? Er schreibt großartig. Sehr bewegend. Ich freue mich, dass er dieses Ziel noch erreicht hat. Aspetta. Rebecca überbringt noch eine gute Nachricht. Andrea ist zu einer Lesung eingeladen. Er soll tatsächlich noch einmal nach Italien reisen. Das ist ja alles gut. Zwei Tage später. Warten auf den Arzt.
Matthias. Hi. Wie ist die Lage? Es geht mir ein bisschen schlechter geworden in den letzten 2 Tagen. Ich hatte Schmerzen hier, wo die Knie. Die Leber. Ja. Genau. Ja. Palliativarzt Matthias Töns schaut regelmäßig nach ihm. Aber jetzt ist es Andrea besonders wichtig zu wissen, ob er auch fit genug für die Reise ist. Da ist rechts wieder Erguss, ne? Ja, da hast du wieder Wasser. Wasser neben der Lunge, ne? Wie? Was kann denn passieren, schlimmsten Fall, wenn wir jetzt nichts machen und nur die Wassertabletten und das nicht punktieren? Das Wasser mit einer Punktion zu entfernen, ist riskant. Wenn man beim Pieksen die Lunge trifft, dann ist der Flug natürlich hin, ne? Das ist so ein bisschen das, womit ich mit mir kämpfe. Ne? Und was passiert dann? Ja, dann hat man wieder Luft da drin, ne? Wenn man die Lunge anpiekst. Ne? Die Reise steht auf der Kippe. Das ist immer ein schwieriges Thema, Krankenhaus. Deswegen. Tut dir wieder weh, ne? Ja, wir können das ja so machen. Wir fahren dahin ins Krankenhaus und die sollen einmal einen Ultraschall machen. Und dann sehen wir ja, wie viel das ist. Nein. Ich kann nicht. Nein? Nein. Okay. Wir können ja erstmal einen Kaffee trinken. Mhm. Ja? Erstmal einen Kaffee? Ja. Ja. Also ich mach erstmal Kaffee. Andrea wehrt sich so gegen eine Untersuchung, weil er bei der letzten im Krankenhaus bleiben und gleich operiert werden musste. Gabi ist noch einmal in die Eifel gefahren. Sie will bei Judith Krümmer ihr Hörbuch ändern. Wie schön! Ich brauche gleich einen Tee. Der ist schon fertig. Salbei, frischer Salbei. Honig habe ich auch mitgebracht. Hab ich auch. Alles gut. Komm rein. Wie schön! Gekommen bin, war auch Sonne. So, mal gucken. Das ist natürlich immer ein Glücksspiel, ob das jetzt auch angeht beim ersten Mal. Ich sag mal, es hat sich ja etwas verändert jetzt in der Zwischenzeit. Und zwar, mein Mann hat mich ja verlassen. Und es ist einfach mir wichtig jetzt, diesen Teil irgendwo auch für Lena mit aufzunehmen, dass sie das vielleicht auch dann verstehen kann. Durch die Trennung hat Gabi jetzt einen anderen Blick auf manche Ereignisse. Wir haben als Familie so viel gelernt und unseren Weg gefunden, Gefühle auszuleben, dass du das nicht verlierst. Das ist kritisch. Und das würde ich mir auch wünschen, einfach. Sagst du einfach, die raus. Nehmen wir so raus. Okay. Jetzt passe ich das halt an, aber es ist halt auch wichtig, dass Lena schon versteht, was es vorher auch gab. Und dass es vorher auch eine glückliche Ehe gab. Und deshalb muss auch viel halt bestehen bleiben in dem Buch. Also, unsere Hochzeit. Es war so toll, dich zu heiraten, Knubbi. Da sollten wir, das haben wir unsere Hochzeit genannt als Kapitel auch, ne? Mhm. Willst du das drin haben? Ja, ja, jetzt muss ich nur erklären, warum Papa 4 Monate später weg ist. Ja, wie du es empfunden hast. Ich meine, erklären wird es ihr selber müssen. Ja. Lena wird später bei ihrem Vater leben. Deshalb ringt Gabi umso mehr um die richtige Formulierung. Also meinst du eigentlich auch noch mal zu der Hochzeit noch mal was? Genau, einfach so ein bisschen so anmoderieren. Ich will dir ja nicht den Mund legen. Ne? Nee, nee. Gabi will, dass ihre Worte später keine Belastung für ihr Kind sind. Judith kennt diese Sorge von anderen Eltern. Wenn zum Beispiel das Botschaften und Aufgaben sind. Wenn Mama sagt, wenn ich tot bin, bin ich immer bei dir. Und ich passe auf, dass du deine Hausaufgaben machst. Und ich passe auf, dass du keinen Blödsinn machst. Das ist eine wahnsinnige Belastung. Weil das ist so die Stimme aus dem Off, aus dem Jenseits. Ich passe auf, das hat so was Bedrohliches. Das ist es nicht. Meine Liebe wird dich immer begleiten. Und das ist dann natürlich meine Aufgabe, da gut drauf aufzupassen. Ich gehe wieder ein bisschen von unten dran. Als Andreas mich verlassen hat, war das natürlich sehr schwierig für mich. Du stehst nicht nur auf, sondern du breitest die Flügel aus. Puh, das fällt mir schwer gerade. Gabi schafft es nicht. Sie braucht eine Pause. Gut. Ja. Ein Spaziergang soll sie auf andere Gedanken bringen. Wenn das Hörbuch für Lena fertig ist,
heißt das ja auch, dass sie sterben kann. Unterm Strich muss man die Kontrolle abgeben. Wenn ich nicht mehr da bin, bin ich weg. Und ich kann ihr halt was hinterlassen. Aber gut ist auf jeden Fall fürs Kind, für mich, wenn sie denkt, dass ihr Papa ein Held ist. Und ja, auf jeden Fall alles positiv. Ich möchte nicht, dass sie irgendwie Wut hat oder mit der Vergangenheit hadert. Du hast ja gerade das Kapitel über unsere Hochzeit gehört. Und ich glaube, vielleicht für dich wird es schwer zu verstehen sein, dass sich danach so viel verändert hat. Aber Lena, trotz allem, ich bereue nichts. Darf ich dich mal in den Arm nehmen? Ja, klar. Geschafft. Die neuen Kapitel sind fertig. Ich habe mich trotz allem noch nie so lebendig gefühlt, obwohl man eigentlich dem Tode näher ist. Das ist ja das Irre, dass man durch sowas irgendwie anfängt zu leben. Auch mit Krankheit will sie die Zeit, die bleibt, genießen. Wie nahe die 41-Jährige dem Tod wirklich ist, wird sie vielleicht bald genauer wissen. Die nächste Untersuchung im Krankenhaus steht in einer Woche an. Kuckuck. Aufregung vor dem Flug nach Italien. Die ganze Familie kommt mit. Andrea hat allen medizinischen Prognosen zum Trotz die Kraft, um zu reisen. Ich glaube, fast sagen zu können, dass er vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben wirklich das lebt, was er wirklich ist. Und ich glaube, dass das so viel Kraft gibt, dass er das auch schafft, körperlich. Andrea wollte schon immer Geschichten schreiben, wollte Musiker sein, hat Songs komponiert. What would you do when you feel alone? In einem Lied für Julia beschreibt Andrea, wie er auf einem Stern weiterlebt. Ein tröstliches Bild für die Zweijährige, die noch nicht versteht, was der Tod ist. Ich hoffe, dass ich kann wie ein Engel sein. So, ich kann meiner Familie helfen. Ich hoffe, dass wir alle, wenn wir nicht mehr in dieser Welt sind, dass wir diese Möglichkeit haben. Das habe ich gewünscht. Das ist auch unsere Abmachung. Du musst den Job oben machen und ich mach den hier. Ja. Alleine mache ich das nicht. Genau. Ja. Die Hosenträger hast du eingepackt, ne? Die sind zu groß, die kannst du nicht mehr anziehen. Ja, die sind zu groß. Sonst musst du gucken. Ich kaufe ein paar in Italien. Ja, ein paar Dinge. Ja. Andrea hätte niemals zu träumen gewagt, dass er noch mal an den Ort kommen würde, an dem er aufgewachsen ist. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich weiß, dass viele Leute da sind und alle meine Freunde. Aber ich habe noch nie vor einem Publikum gesprochen. Perfekt. Er ist auch nervös, weil er in Italien inzwischen ein bekannter Autor ist. Dort berichten Zeitungen und Fernsehsender seit Wochen über den sterbenskranken Vater, der ein Buch geschrieben hat. Sein Roman läuft gut. Mehr als 10.000 Exemplare sind bereits verkauft. Was ihn in Italien erwartet, kann sich Andrea noch nicht vorstellen. Der große Tag beginnt mit einem Besuch bei den Eltern. Andrea freut sich auf sie, auf das Essen und darauf, Italienisch zu sprechen. Auch seinen jüngeren Bruder Mirko hat Andrea lange nicht gesehen. Heute, mein Bruder hat einen Tag Urlaub genommen, so er kann hier sein. Und auch heute Abend in der Präsentation der
das Buch kommen. Das freut mich. Mein Zimmer. Mein Bett war da. Da? Und Mirko hat da geschlafen und du so? Ich war da. Mein Bruder war da. Meine Gitarre ist jetzt ein bisschen traurig, dieses Zimmer, weil wir nicht benutzen. Hast du Poster und so an der Wand? Ja, klar. Ja, von was? Von Kurt Cobain, Red Hot Chili Peppers, alles. Wenn ich da bin, ich habe immer viel Energie, weil vielleicht die Luft, das... Zu Hause, ne? Ja, genau. Wie heißt auf Deutsch? Heimat. Heimat, ja. Heimat, ja. So. Ein Nachmittag ganz alleine. Nur Andrea und Maria. Eine Zeit lang können sie in Erinnerungen schwelgen. Ein ganz normales Paar sein. Die Krankheit vergessen. Wir teilen uns ein. Do you remember? We were the first time I was in Passage. Ja, I remember. Ein Aperitif in der Taverne an der Alten Brücke. Weiter zu Café Danieli. Ciao. In diesem Restaurant hat Andrea Koch gelernt. Und prompt wird er von einem ehemaligen Kollegen wiedererkannt. Hallo Ricardo, wie geht's? Ganz gut, und dir? Gut, ausgezeichnet. Andrea bestellt für sich und Maria die Spezialität des Hauses. Eine kleine Stärkung vor der bevorstehenden Aufregung. Ein paar Stunden später und 20 Kilometer weiter beginnt gleich die Lesung. In die Libreria Villarina strömen mehr Menschen, als es Sitzplätze gibt. Ein bekannter Schauspieler, Giacomo Rossetto, wird Passagen aus Andreas Buch lesen. Alte Freunde sind gekommen. Werden Andreas Kräfte den Abend mitmachen? Gabi hat sich im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke durchchecken lassen. Sie probiert noch eine neue Therapie. Jetzt sind die Untersuchungsergebnisse da. Termin bei ihrer Ärztin Annette Vogt. Da ins Arztzimmer. So, okay. Ja, das ist immer so ein aufregender Moment. Aber ich kann einfach sagen, wir haben heute nur gute Nachrichten. Alle Metastasen sind rückläufig. Wirkt es, ne? Ja. Ja, super. Das ist also... Das scheint ja auch, also ist auch auf der Lunge nichts Neues. Na, auf die der anderen Lunge ist Sachen gar nichts zu sehen. Na, Knochenmetastasen sind stabil, Lebermetastasen sind deutlich rückläufig in Anzahl und Größe. Und deshalb ist das heute ganz schön. Wieder einmal täuscht das gute Ergebnis. Gabi bleibt nur noch wenig Zeit, um alles zu regeln. Für Lena, aufgezeichnet von Judith Krümmer im Mai und Juli 2018. Und ergänzt im Februar 2019. Ich will keine 6,5 Stunden ist das Hörbuch lang. Ihr Leben sortiert in einzelne Kapitel. Kein Chor, der Halleluja singt. Und auch für unsere kleine Maus. Ich werde immer ihre Mama sein, aber wenn ich irgendwann nicht mehr da bin und es eine andere Frau gibt, die sie liebt und für sie da ist, dann werde ich auch da oben stehen und sagen, juhu. So soll es sein, weil ich möchte, dass ihr glücklich seid, dass ihr geliebt werdet. Ich liebe euch. Wie ist es geworden, das Hörbuch? Das ist schön. Also ich muss jedes Mal heulen, das ist ganz schlimm. Vor allem, wenn ich das Lied von Sarah Connor höre, das ist immer... Gibt es so eine Wunschszene, wo Sie sich vorstellen, in welcher Situation Lena das hört und das, wie sie sich dann fühlen könnte? Vielleicht auf ihrer, also wenn sie heiratet. Vielleicht, wenn sie den ersten Liebeskummer hat. Solche Dinge. Oder einfach, wenn sie mich vermisst. Ihr Vermächtnis für Lena hat sie rechtzeitig geregelt. 2 Monate später stirbt Gabi. Wie sie haben mittlerweile 30 Mütter und Väter Hörbücher aufgenommen. Judith Krümmer möchte, dass mehr Menschen davon erfahren.
Das ist eine Vision, die ich habe, ja. Also bundesweit, unbürokratisch, schnell. Palliativpatienten haben keine Zeit zu warten. Professionell und das Ganze kostenfrei. Mit einer Studie versucht die Uniklinik Bonn gerade wissenschaftlich zu belegen, dass die Familienhörbücher nicht nur ein sinnvolles Vermächtnis für Kinder, sondern hilfreich für Patienten sind. Jetzt wieder ein Vater aktuell. Das war ja bis jetzt waren ja immer die Mütter eher vertreten. Ja. Der hatte auch von vornherein gesagt, also die Kinder sind 2, 5 und 7 Jahre alt. Und der hat auch gesagt, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, Lukas Radbruch, hat viele Erfahrungen mit der Wirkung von Biografiearbeit gemacht. Klinisch kann ich sagen, wir wissen, dass es hilft. Aber in den heutigen Zeiten muss man sowas auch belegen können, muss zeigen können, dass das tatsächlich eine gute Wirkung hat. Weil wir uns natürlich schon erhoffen auf Dauer, dass irgendwann auch mal Krankenkassen die Kosten für sowas übernehmen. Der Besuch in Bonn stimmt Judith hoffnungsfroh. Eine Stiftung hat zugesagt, das Projekt für ein weiteres Jahr zu finanzieren. Schissimo di stampa. Andrea Bizzotto, che non è lui, è il nostro tipografo. Dove sei Andrea Maria e quant'altro? In Cittadella beginnt die Lesung. Andrea wird als talentierter Schriftsteller vorgestellt. Andrea ist sichtlich bewegt, dass so viele Menschen gekommen sind. Seine Berühmtheit kann er noch gar nicht begreifen. Dann liest Giacomo Rosetto aus seinem Buch. Es war das erste Kind, dessen Geburt ich sah. Maria sagte, wie schön das Baby sei. Mein Baby, wiederholte sie ständig. Ich umarmte meine Frau und meine Tochter. Wir küssten uns überall, bis Maria sagte, unser Baby. Ja, ich war Vater geworden. Ich hoffe, dass du das Buch eines Tages lesen wirst und das Gute vom weniger Guten trennen kannst. Ich liebe dich, Julia Grace. Ti amo, Julia Grace. Bei der Lesung gibt es noch eine Premiere. Andrea hat die Kraft, sein Lied für Julia zu singen. Zurück in Deutschland streikt sein Körper. Die Schmerzen sind so groß und unberechenbar, dass die Familie zu Hause nicht mehr zurechtkommt. Andrea fasst den Entschluss, in ein Hospiz zu gehen. Wenn man morgens wach wird, ist das Erste, gucke ich aufs Telefon, ist eine Nachricht da, ist er schon wach. Ich merke, dass die Kinder ganz anders inzwischen damit darauf reagieren, dass Julia, die ja zwar da reingeboren ist in diese Situation und ihn auch immer wieder im Krankenhaus erlebt hat, dass sie jetzt ganz anders reagiert. Die Auswirkungen werden einfach greifbarer. Würdest du dir gerne noch was sagen? Ich sage zu meiner Tochter, dass ich immer sie geliebt habe und dass ich bin immer mit dir. An einem Freitag im März stirbt Andrea Bizzotto. Sein Grabstein soll in Italien stehen. Dort ist 2 Wochen nach Andreas Tod auch die Trauerfeier. Maria trägt an diesem Tag ihr Hochzeitskleid.
Viele Menschen nehmen von Andrea Abschied. Und italienische Medien berichten über die Feier. Sein Tod mache deutlich, wie kostbar jeder einzelne Tag ist, heißt es in der Messe. Ich kann dir erzählen, wie schwer es für mich ist, weiterzumachen. Wie schwer es mir manchmal fällt, überhaupt zu atmen. Wie meine Brust wie Feuer brennt, weil mir Andrea so fehlt. Abbracci il vostro amico che sapete avere un periodo duro. Drückt den Freund, von dem ihr wisst, dass er eine schwere Zeit hat. Sagt euren Kollegen, eurem Chef oder den Mitarbeitern heute mal, wie gut es ist, mit ihnen zu arbeiten. Entscheidet euch für die Liebe und nicht für Ego. Scegliete l'amore e non l'ego, se no altro che agi. Nach der Trauerfeier trifft sich die Familie in der Altstadt. Jetzt müssen sie nach vorne schauen. Wie soll das gelingen? Maria hat von Andrea gelernt, dass es wichtig ist, die Zeit, die man hat, zu nutzen. Das habe er ihr vorgelebt. Er hat, glaube ich, 3 Tage, bevor er gestorben ist, noch für das gesamte Hospiz gekocht. Er hat mir immer gesagt, was ich mitbringen soll, was ich vorbereiten soll. Dann habe ich alles angekarrt ins Hospiz und er hat im Rollstuhl noch am Herd gesessen und für alle Pasta gekocht. Und irgendwann hat er gesagt, er würde gerne noch mal mit mir tanzen. Und dann habe ich ihn hoch und mit seinem letzten Atem sozusagen hat er My Way von Frank Sinatra gespielt und dann haben wir noch getanzt. Auch die 2-jährige Julia hat verstanden, dass Andrea nicht mehr da ist. Für mich war wichtig, dass sie ihn noch mal sieht, auch als er gestorben war, weil er einfach wunderschön aussah und er eben vorher sehr abgekämpft war. Und ich bin mit ihr rein, sie hat ihn auch noch mal geküsst. Und als er im Zunsarg lag, bin ich noch mal mit ihr ins Zimmer und habe gesagt, dass er eben jetzt auf seinen Stern fährt und dass wir dann die nächsten Abende gucken, wann er angekommen ist. Und das ist für sie das Bild. Und sie steht abends am Fenster, sie guckt, sie winkt ihm zu, sie sagt, gut Nacht, Papa. Und da wusste ich, okay, die hat verstanden, dass er eben nicht mehr hier ist. Das Buch ihres Vaters, Andreas biografisches Vermächtnis, wird Julia irgendwann zu lesen bekommen. Italienische Schulen behandeln es inzwischen im Unterricht, auch weil es hilft, dem Tod wieder den Platz zu geben, wo er hingehört. Mitten ins Leben. I'm protecting you. I am full of you. I am always loving you.